après-midi, monsieur, dame, il faut cuisiner. Ich habe ein weiteres französisches Kochbuch gekauft. Ich habe es mir gestern verkniffen, das auszupacken. Das sieht so aus. Ich mache das jetzt einfach mal. Das gestern war sehr schön. Da habe ich auch Sachen wiederentdeckt und Sachen entdeckt. Das kann ich nur empfehlen. Das hier heißt Die Cuisine du Monde, die Küche der Welt. Sehr. So, das Ganze kostet 30 Euro und da sind vier Seiten drin. 570, etwas mehr als 570 Seiten. Und es hat schöne Bilder, was für einen wie mich immer wichtig ist. Ich sehe hier jede Menge Zeug, das ich zum Kochen nicht verwenden würde. Und es ist in Spanien gedruckt worden. Das Schöne an französischen Büchern, man weiß, wo sie gedruckt werden. Naja, wenn ich das hier sehe, weiß ich, warum es in Spanien gedruckt worden ist. Aber apropos. Und es geht mit dem Westen Europas los. Großbritannien und Irland, Holland, Belgien und Luxemburg, Frankreich, Schweiz, L'Allemagne et l'Autriche. Es ist nach Ländern geordnet und ich mache einfach mal mit L'Allemagne et l'Autriche den Anfang. Das ist die Seite 92. Les pains et les brezels, das Brot und die Brezel. La Wurst, die Wurst. Wird hier dann auch noch, ja, damit der Franzose es auch hier Französisch ausspricht. Würst steht hier sogar mit Ü. Le Chou, der Kohl. Les Weihnachtsplätzchen sind aufgeführt. Les Pommes de Terre, die Kartoffeln. Les Charcuteries, die Schlachtwaren. Geht es um sowas wie Schinkenterrinen. Roulade. Roulade ist hier ein ganz großes Thema und zum Beispiel Sauerbraten vom Pferd. Pferdefleisch wird hier in Solingen gegessen. Sauer, süß-sauer eingelegt. Le vin. Es gibt sogar einen Abschnitt über deutschen Wein. Österreichischer Wein ist hier nicht aufgeführt. Nee, es geht nur um deutschen Wein erstmal. Veteraves au Réfort. Das ist, glaube ich, österreichisch für Rettich. Kartoffelsalat, Rollmops, Wurstsalat. Concombre cru frère.
Kartoffel. Ja, Mirabellenmarmelade ist dabei. Zander in Butter und Senf. Escalope du Holstein. Lapskaus zum Beispiel. Wiener Schnitzel. Bœuf mariné de Rhénanie, das ist das, was man hier mit Pferd macht, macht man im vornehmen Bonn mit Rindfleisch. Funktioniert genauso wie das Rezept. Also es gibt Sauerbraten und es gibt Bonner Sauerbraten. Und dann verunstalten die das schöne Rindfleisch. Himmel und Erde ist hier zum Beispiel. Himmel und Erde ist aufgeführt. Weißkraut. Ein Gratin von Kohl und Kartoffeln. Das sieht auch lecker aus. Ist mit Paprika Kreuzkümmel. Festkochende Kartoffeln. Speck, 12 Speckscheiben kommen da auch rein. Flüssige Sahne. Zwei Eigelb. Salz, Pfeffer, das sieht gut aus. Sowas kann man mal. Der ja, Königskuchen wird hier vorgestellt. Und wie man Brezel macht. Deutscher Brezel. Das ist allerdings ein. Da wird nur gesalzen, das ist kein Laugenbrezel. Vollkornbrot wird hier aufgeführt. Nussecken, Schwarzwälder Kirschtorte, Germknödel aus Österreich, ein sehr schönes Buch. Sachertorte, Linzertorte, Zwetschgenknödel. Stollen ist dabei, Kirschstreuselkuchen, Apfelstrudel. Und das war's auch schon mit der deutsch-österreichischen Abteilung. So. Da gucke ich auch rein. Tschüss für heute. Morgen geht's weiter. Thank you.